Und damit willkommen zurück zu Nightingale. Ja, ich habe mal ein bisschen weitergebaut. Wir haben jetzt hier drin endlich eine Beleuchtung. Und die ganze Ausrüstung habe ich jetzt ausgetauscht mit diesen einfachen Sachen. Und wir können jetzt auch mehr tragen. Jetzt haben wir hier 100. 54 haben wir momentan drin. So, wir sollen jetzt antiquarische Karte freischalten. Dazu muss man Tinte herstellen. Das macht man hier bei diesem Mörser. Dann muss man hier zuerst dieses Pigment machen und dann die Alchemie-Tinte. Und wir basteln uns einerseits mal die Anwesenkarte. Und danach Karte der antiquarische hat es ja geheißen. Das habe ich gar nicht. Machen wir Karte der Säubung. Spielst du diese Karte, um alle Effekte kleiner Weltenkarten aus einer Welt zu entfernen? Ja, das machen wir mal. Schwebekarte. Spielen Sie diese Karte, um eine Welt mit geringer Gefahrenlage zu suchen, die sich für den Bauer des Anwesens eignet? Nee. Sumpf. Machen wir eher Waldkarte. Gut. Passt. Okay. Diese antiquarische Karte. Wie kriegen wir die? Handbuch, Händler. Laden öffnen. Wieso habe ich jetzt... Hä? Warum habe ich jetzt keine Händler mehr? Händler Zero. Ach so. Weil ich die Suche noch drin hatte. Händler, Laden öffnen. Ah, ich muss ihn da besuchen. Weltenkarten, Anwesen, Decke, Angler. Festmahlkarte. Antiquarische Wüstenessenzhändler. Zauber, Weltenkarten. Woher bekomme ich denn das? Antiquarische Karte freischalten. Aber woher? Wüstenkarte können wir auch einmal bauen. In 2 freischalten. Aber warum hat der eine Händler das nicht? Handbuchhändler. Laden nochmal öffnen. Nee, nee, nee. Weltenkarten anwesen. Entdeckerkarte. Aha. Nee. Nee, Sägetischschmelz auf. Und haben wir ja schon alles. Grundlagen. Da ist auch nichts dabei, was ich da irgendwie brauche. Merk antiquarische Waldessenzhändler. Weltenkarten. Nee. Lager, Ausrüstung, Einrichtung, Regale, Erweiterungen. Okay, komisch. Ich weiß jetzt nicht, wo das sein soll. Ich würde sagen, ja, du tust dich mal teleportieren, sehr gut. Ich werde doch mal ganz kurz googeln, wo ich das herbekomme, weil ich bin gerade ein bisschen überfragt. Sehen uns gleich wieder. Also, wenn ich Google jetzt richtig verstanden habe, dann müssen wir in das Portal reingehen bei diesem einen Händler. Aber bevor wir das tun, werde ich hier mal alles ablegen, was ich jetzt nicht gerade brauche. So, Fleisch brauche ich auch nicht, Glas brauche ich auch nicht, brauche ich nicht. Kugeln, Hammer, Holz brauche ich auch nicht. Fell, nö, da bleiben. Papier auch nicht. Fackel lasse ich mal da. Das heißt, 34, wir sind soweit leer. Und können eigentlich losmachen.
Sag mal, hast du zufälligerweise ein Messer bei dir? Ausrüstung und Inventar verwalten? Nee, ne? Aber die Steuerung mit ihm funktioniert irgendwie so, dass das, was er halt in der Hand hat, das nutzt er dann. Also zum Beispiel eben die Axt für Holzfällen. Und da muss man ihm so einen Korb zuweisen und da tut er die Sachen theoretisch rein. Das hat bei mir so semi funktioniert. Man muss zumindest in der Nähe von Bäumen sein und dann fängt er halt an. Aber ich kann jetzt nicht im Haus irgendwas machen und er geht von sich aus raus. Das ist noch nicht so ganz durchdacht. Aber immerhin, er hilft mir beim Kampf. Und Fleißaufgabe wäre es dann, ihn dann auch noch zu verbessern. Aber dazu brauchen wir erstmal ein bisschen Leder. Und dann natürlich gute Waffen. Die Wildsau tue ich jetzt mal komplett ignorieren. Wir gehen da jetzt mal rein. Und ich hoffe, ich gehe dabei nicht drauf. Robert? Da ist er. Ich kann dir keinen anderen Namen geben, oder, Robert? Komm mal her. Gewicht abnehmend. Nö. Okay, dann bleibst du Robert. Oh, wir laufen gerade mitten rein. Egal. So, immer da rauf. Und wir werden da. Nur Essen ist gut. 13 Fleisch haben wir. Moinsen. Schau mal kurz, was ihr da oben so habt. Hä? Robert, kommst du? Gut. Einfach da rein. Okay. Ciao, Robert. Hoffnungsecho. Erste Schritte der Initiierten. Bin jetzt nicht so viel Text. Ach du Scheiße. Ja, mach dich selber kaputt. Aber weißt du was? Oh, da sind ja noch mehr von euch. Robert, wo bist du? Okay. Gut, dann hätten wir das. War jetzt eigentlich... Oh, Schwarzpulver. Komm her. Das wird es jetzt ja nicht gewesen sein. So, und ich brauche irgendwie mal eine Waffe, die mal ein bisschen mehr Umf hat. Wäre das jetzt echt, dann hätte ich da ganz viel Bock, da hinzugehen. Oh, Heiltrank. Ja, damit. Bienenkarte. Aha. Okay. Durchdenken Sie Ausrüstung mit diesen Versuchen, um erhöhte Tragebezüge zu erlangen. Ja, wie funktioniert das eigentlich? Kann ich da ablegen, extrahieren? Kann ich das da nicht mit dem irgendwie verbinden, ablegen, anwenden? Wenn ich jetzt den mal ablege. Achso, jetzt habe ich schon hier so abgelegt. Mach den mal hier rein. Ich kann das nicht anwenden. Mal bei Gelegenheit schauen, wie das geht. Aber die Tragekapazität wäre natürlich schon irgendwie geil. Aha, da haben wir noch mehr Kollegen. Ja,
Aha. Nice. Wo kommt sie jetzt hoch? Fuck. Ja, den erwische ich so nicht. Oder? Dann läuft wieder nach da hinten. Musst du jetzt da hinten stehen? Ja, gut, was soll's. Guten Tag, Robert. Irgendwann erschreckst du mich mit dem Zeugs nochmal. Ist das unser erster offizieller Dungeon? Oh, nicht mal was versteckt da hinten. Nice. Kommen Sie noch mal her. Er läuft noch da. Oh, er kommt da oben, oder? Na? Hm. Mag wohl nicht. Oh, guten Tag. Nice. Okay. Wo ist der andere Dude? Hört sich an wie eine Wildsau. Hi, Robert. Nice. Robert, du warst eine große Hilfe. Und der andere ist da unten. Wäre es nicht einfacher gewesen, den Eingang unten zu machen? Und irgendwie würde ich von dem da noch gerne ein Foto machen. Wenn es denn gehen würde. So, machen wir mal ein Foto. So. Ein Stockwerk tiefer. Irgendwelche Überraschungen? Nee. Hallo, Robert. Oh. Tschüss. Fahr jetzt runter, okay. Wen schlagst du? Okay, nimm mehr für dich. Robert, ich brauche kein Holz. Also, aktuell gerade nicht. Aber es ist wirklich toll, dass du helfen wirst. Oh. Warum bist du immun? Scheiße. Okay, das ging einfach. Aber dass sie einfach so auftauchen, ist schon ein bisschen fies. Yes. Oh, ist wieder so ein Typ. Oh, fuck. Ich
Ich finde es ja schon echt praktisch, dass wir einen Roboter hier haben. Weil gerade so für die Schlachten ist das sehr, sehr praktisch. Oh ja. Vor allem, wenn er auf diesen Typen noch mit den Granaten geht. Gibt es jetzt hier irgendwas Spezielles? Also ich sehe zumindest nichts Spezielles hier. Nee. Ich glaube, wir müssen hier noch ein Stockwerk tiefer. Robert, kommst du? Und ich hätte mehr Kugel machen sollen. Holy shit, sind doch viele. Tschüss. Fuck. Ich muss mal kurz was essen. Scheiße, ich will jetzt wegen dem nicht drauf gehen. Scheiße. Shit, 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 shit. Komm, 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 komm. Ah, das mit der Ausdauer ist echt ein Problem. Robert. Ich hatte es nass mit einem Heiltrank verbrauchen. Können wir das mal hier ablegen? Verband wäre nicht schlecht. Waren. Oh, okay. Ich hoffe, es kommt da irgendwie mal so ein Magic Buff für die Ausdauer. Gut. Dann gehen wir nochmal hier runter. Schwarzpulver. Ja, ich hätte gern eine Knarre. Da ist was. Was bist du? Hoffnungsecho. Nochmal die ersten Schritte. Hatten wir das nicht schon mal? Hm. Es geht noch tiefer nach unten. Das ist echt so ein... Okay. Davon mache ich mal ein Foto. Oh, Robert, warum bist du die ganze Zeit am Cheaten? Bestimmt wieder ein Rätsel. Hoffnungsecho. Erste Schritte. Okay. Mechanismus aktivieren. Uncool. Fuck. Ein Segnungsroboter. Alter, lass mich in Ruhe. Und der hat auch noch Stages. Fuck. Ja, Robert, hau mal drauf. So ein Scheiß. Aber Gott sei Dank ist er einfach soweit. Ich glaube, man muss einfach nur weggehen, wenn er da sein Ding da macht. Okay, die Hälfte. Okay, er macht's wieder. Passt.
Er macht's wieder. Komm. Komm. Geh weg. Da sind nur noch 18 Kugeln. Komm, jetzt geht nicht mal down hier. Shit. Nee. Weg. Scheiße, ich hab nicht geladen. Komm. Das machst du also. Yes. Okay. Hoffnungseche. Antiquarische Karte. Oh, moin. Reden. Oh, well done, Realm Walker. Well done. Your deed befits the title, and the wider realms are within your reach. Ah, but you feel I've foxed you. Betraying no foresight of the dangers held within these walls. Listen, for I come with broom before, to sweep this dust behind the door. Though I did smirk, watching from the shadows, I was heartened to espy that my gifts are not wasted on thee. Our partnership blooms with the seal of a most fruitful requital. Assurances in hand. Press onward. Mark inky images upon paper, and so direct the flow of the interrealmic void. Might I suggest, for your first foray, a forest augmented by your new antiquarian knowledge? There are others like you, lost refugees, strangers to these Fey wilds. So too are there more seasoned realm walkers who might point you toward Nightingale better than I. Go then with newly fashioned cards. Awaken yonder portal and tread on toward that which is boundless beyond the measurable. Okay, I guess this is dann offiziell das Ende des Tutorials. Craft both a forest card and antiquarian card and traverse a fee portal. Ja, okay. Gut. Schnellreise ist ja immer noch kein Ding, gell? Zum Rückzugsort reisen. Ja. Das ging schnell. Cool. Aber so eine Waldkarte habe ich eigentlich schon gemacht. So. Antiquarische Karte. Aus Papier, Tinte, Essenzstaub. Also Papier und Tinte. Glaube ich, habe ich alles hier reingetan. Papier, Tinte. So. Einmal das. Ich bitte diese Karte, um eine Welt mit mittelmäßiger Gefahrenlage zu suchen, die von Druiden besiedelt wird und über Feeruinen verfügt. Okay. Und dann halt nochmal die Waldkarte. Shit, jetzt hab ich abgebrochen. Das wollte ich gar nicht. So, jetzt das nochmal. Drei Sekunden noch. Und dann braucht man einen Haufen Kugeln. So. Ach so, wobei der auf Einsatz dann geht, vermutlich, wenn ich durchs Portal bin. Okay, das lassen wir wieder da. Das brauche ich auch nicht. Was er mir sonst so kriegt. Barren brauche ich nicht. Schwarzpulver fürs erste auch nicht. Das auch nicht. Wir brauchen erstmal
Warte mal, das kann ich verwerten. Wir brauchen fürs erste Mal Stein, damit wir hier Kugeln machen können. Mal schauen, können wir das hier abbauen? Nee. Hier auch nicht. Sammeln. Also, weil hier habe ich schon mal abgebaut. Ah, Stein. Geht doch. Vielleicht sollte ich mir eine Axt geben, das wäre viel besser. Moin. Ah, Pickaxe, so. Nö. Das ist teilweise ein bisschen dämlich mit den Steinen. Ach, da. Neues. Her damit. Her damit. Her damit. 17. 6 braucht man für eine Lage. Ne? Nur die großen. Da mal nochmal klein. Klein, klein. 30. Auf jeden Fall ein bisschen Vorrat für die nächste Welt. Da, das auch noch. Gut, dann zurückreisen. Dankeschön. Wir müssen dahin. Steinmurmel. 160 Schuss. Ah, oh, let's go. Minute 20. Währenddessen das Messer, das war das hier? Nee. War das auch hier? Gegenstand herstellen. Einfaches Jagdmesser. Holzbündel, Steinblock und Riemen. Riemen habe ich nicht. Ich glaube, die Riemen waren hier. Dafür brauche ich Fell. Habe ich Fell irgendwo? Sieht schlecht aus. Fabelwesenfell. Tierfaser. Tierfaser. Das ist Leder. Dann bleibst du mal bei deiner Axt. Nice, 99 Schuss. Irgendwie würde ich dir schon gern ein Messer machen. Hey, Robert. Und einen Steinblock braucht es noch. Okay, dann werden wir mal hier mal schnell jagen gehen. Und ich möchte, dass du dann... Hirsche jagen ist voll doof, weil die laufen recht schnell weg. Oder da hinten. Oh ja, geil. Wildsau. Oh, ey. Oh, nochmal 3. Dankeschön. Okay, her damit. Alter Robert. So, ist da jetzt Fell mit dabei? Nee. Lol. Kriegen wir das nur von den Wölfen? Okay, ich brauche aber auch einen Steinblock. Das nehme ich mal hier schnell mit. Gut, weiter geht's mit der Jagd. Und dann durch das Portal. Endlich mal. Geht halt alles nicht so schnell hier. Oh ja, ich höre sie schon. Guten Tag. Ach, euer Fell leider. Das Ding ist fast kaputt. Scheiße. Dankeschön.
Okay, alles reparieren bitte. Dankeschön. Es geht Gott sei Dank echt easy. Hallo Sachen. Nice. Und hier bitte auch nochmal. Ja, geil Fell. Okay, das müsste es gewesen sein. Und wieder cheaten. Zurück, danke. Da rein. So, also. Für das Jagdmesser. Wobei, wie viel Schaden machst du eigentlich? Sehe ich das? Nahkampfschaden 16. Holzaxt macht 45. Bergmannspixel 53. Distanzschaden 80. Die Schleuder, aber das will ich nicht, dass der Robert die hat. Ich glaube, wir geben dem Robert so einen Pickel. Er macht 53 Schaden im Gegensatz zu 45. Ist immerhin ein bisschen besser. Bergmanns Pixel, da, Ding. Was brauchst du? Wir brauchen noch Holzbündel und Riemen. Riemen war da. Automatisch zweimal. Und währenddessen brauchen wir noch schnell Holz. Kriege ich von euch auch Holz? Nö, scheint nicht so. Oder ich muss einfach länger machen. Holzbündel 1. Ah, okay. So, das reicht. 3 Stück. So, das da. Ausfüllen. Herstellen. Robert, komm mal her. So, ich hätte gern, dass du... Einfacher Hammer. Den kann ich dir eigentlich auch mal geben. Brauch den gerade nicht. Bergmanns. Okay. Was macht der? 27. Ausrüsten. Sehr gut. Hast du's? Sehr gut. Perfekt. Wir tun mal Fudern. Passt. So, wieder alles abladen, was wir nicht brauchen. Ja, beziehungsweise das macht nicht so viel Sinn. So, da brauchen wir auch nicht. Brauchen wir auch nicht. Brauchen wir auch nicht. Arcana-Docht. Oh, die würde ich gerne da lassen. Gut. Dann glaube ich, sind wir ready. Nochmal kurz ausruhen. Und jetzt müssen wir durch so ein Portal durch. Was ist denn das? Das ist Besetzung, Besetzung. Kraftort. Wo ist denn das? Brauchen Sie kleine Weltenkarten, um weltweite Effekte auszulösen? Weltliche Transmuter. Mal, unser Portal war. Nee. Ach, da ist das Portal. Okay. Sprich. So, in die Richtung? Nee, mehr so in die Richtung. Ja. So, Robert, wir gehen auf Reise. Endlich eine neue Welt. Lang hat's gedauert. Ausgerüstet sind wir auch sehr gut.
Da bin ich guter Dinge. Ah, die Wölfe tue ich jetzt mal gekonnt ignorieren. Sofern ich schneller bin als sie. Ja, geil. Und es fängt zum Hageln an. Aber wir haben ja den hier. Darf ich noch richtig? Bisschen darüber. Ah, natürlich muss hier eine Wildsau sein. Das müsste es sein hier. Jo. Lauft sie weg? Okay. Also, wir sollen die antiquarische Karte nutzen. Diese Karte in der Welt mit mittlerer Gefahrenlage zu suchen. Die von Druiden. Okay. Und ich glaube, ich mache eine Waldkarte. Let's go. Oder auch nicht. Ach, da kommen erstmal Gegner raus, ne? Ja. Gut. Vielleicht sollte ich auch die Pickaxe nehmen. Jetzt? Immer noch nicht? Jetzt kommt. Lass mich mal durch da. Ja. Ja, Pickaxe ist geiler. Aber langsamer. Weiß nicht. Mehr Haut drauf, aber dafür langsamer. Ja, wieso komme ich jetzt hier nicht rein? Sind wieder drei Wellen. Ja, jetzt. Okay. So, Robert, komm mal mit. Oder es ist irgendwie so eine kreative Überbrückung, damit sie die Welt da auf random generieren können. Kletterpickel. Bauen Sie Brücken oder Treppen? Mit dem Treppen bauen, weil sowas ist eigentlich gar nicht mal so doof. Oh, wir haben ja da Leg Nation. Komm schon. Ja, dann spielen wir mal das Wartespiel. Nee. Gleich wie beim Vorratsleiter. Zumindest bei meiner Station oft die Wartezeiten. Okay. Lass sie fortsetzen. Okay. Da komme ich wieder retour, oder wie? Das sieht ja gar nicht mal so doof aus. Ich bin doch. Dieser zum Leben erwachte Torbogen ließ den Schmerz in diesen gepeinigten Kopf erwachen. Möglicherweise sind danach bloß sie herausgetreten. Moment noch. Diese baumelnde Kette würde ich selbst aus mehreren Meilen Entfernung erkennen. Die Taschenuhr eines Weltenwanders. Und sie tragen ein Hermetiker-Handbuch bei sich. Aber sie sind kein Mitglied der Entdeckerliga. Ich habe diese Werte von jemandem bekommen. Ihr vormaliger Besitzer hat dafür keine Verwendung mehr. Okay. Wow. Und zugegeben kenne ich Quatermains neueste Geo-Arcani-Rekruten nicht mehr persönlich. Aber ich kann es im Schwarze der Augen erkennen. Sie sind in diesen Welten ein Kind. Ein Flüchtling auf der Flucht vor der Blässe, wenn ich raten müsste. Ja. Ich schätze, wir sind wohl jetzt alle Weltenwanderer.
Aurelio Avicado Ortega ist mein Name, der Titel nach bin ich Entdecker-Botschafter. Dem Handwerk nach Weltenwandler mit 30 Jahren Erfahrung. Ich will einfach nur meine Füße ausruhen. Doch man sagt mir, ich soll es zu meiner Pflicht machen, die Verlorenen zu finden, wohin auch immer sie unterwegs sind. Ich könnte in der Tat Hilfe gebrauchen. Ja. Ich denke schon. Obwohl ich selbst aus freien Stücken in der Welt bin, scheint der Großteil der jüngsten eingetroffenen Neuankömmler nicht gerade das Leben eines Entdeckers im Sinne zu haben. Ja. Sie haben Glück, dass die Stadt noch existiert. Nachdem das Portalnetzwerk jedoch zerstört wurde, müssen sie auf ihren Weg die Stadt der Magic and Labyrinth an Verbindungen überwinden. Ohne Karte. Kann sie nicht dorthin bringen, aber ich habe eine. Sagen wir, Kollegin, deren Mission der ihren gleicht. Nelly Blü. Ich weiß kaum etwas über die konkreten Pläne, doch sie arbeitete mit Bartomain zusammen und suchte mit ihm nach einem sicheren Hafen für jene, die in die Welten gestrandet waren. Ihr Ziel ist sicher Nightingale. Ja, wo finde ich die denn? Ich weiß, wo sie ist, aber wenn Nelly erfahren sollte, dass ich Überlebende einfach so unvorbereitet auf einen gefährlichen Ausflug schicke, nur um sie zu finden, würde sie mir das Hirn zur Mettwurst verarbeiten. Ja, was soll man denn tun? Okay. Aber wir müssen so einen Titel des Weltenwanderers wohl kriegen. Eine Serie von 3 Prüfungen, um herauszufinden, ob sie der Aufgabe gewachsen sind. Dieselben muss ich auch durchlaufen, als ich mich um die Mitgliedschaft der Geocan Society bewarb. Naja. Okay. Bei der ersten Prüfung geht es darum, Umgebung richtig einzuschätzen. In dieser Welt gibt es allerlei Feeruinen. Und dort, wo sich Ruinen befinden, gibt es Geheimnisse zu ergründen. Die Fee hatten eine Vorliebe dafür, wertvolle Essenzen in ihrer Architektur zu verbergen. Das hat etwas mit Bestimmung und Verträgen zu tun. Weltenwanderer wurden oftmals angeheuert, diese Materialien zu extrahieren. Erkunden sie also die Stätten und kehren sie zurück, sobald sie Essenzen besorgt haben. Okay. Essenzen. Ja, kann ich jetzt. So. Okay. K1 Essenz. Da haben wir schon 20. Okay. Gut, Robert. Haben wir eine Karte? Oh, das ist gar nicht mal. Wölfe? Essenzhändler. Da will ich vielleicht mal hingehen. Vielleicht hat er neue Sachen, aber zuallererst. Ne, ist keine Ruine. In welche Richtung schaue ich denn? Da geht's zum Händler. Die Richtung. Und auch. Oh, schön hier. Robert, kommst du? Bin mal gespannt, was wir hier dann für Kreaturen haben werden. Okay, das ist ganz viel nix. Was ist da hinten? Ist das wieder so etwas mit den... Was seid ihr? Tut ihr was? Oh, niedlich. Containment Structure. Was willst du? Soll ich mal reinschießen? Da passiert nichts. Untersuchen. Moment, das war's. Ah.
Hoffnungsecho. Einfache Karte. Wow, das war schon mit der KI Sitz. Wow. Cool. Ja, dann, wenn das schon mal die erste Prüfung war. Das ging jetzt einfach. Robert, komm mal mit. Wir müssen wieder retour. Weiter oben sollte man vielleicht auch raufgehen. Da hat es eine Bauruine. Vielleicht gibt es da irgendwas Interessantes. Der wird sich wundern. So, einsehen. Sind wir da hier? Weil sie den Rat eines Weltenraters begehren, nicht wahr? Ja, nicht so ganz. Ich habe die Prüfung abgeschlossen. Ah, das gehört mir selbst die BMV umherstellt. Gar nicht. Haben sie Sensen aus der Führung geplündert? Das habe ich allerdings nicht ohne. Ja. Ganz genau. Ein Teil dieser Prüfung war es, den Entdeckergeist zu reizen. Als Zeit einer Belohnung erhalten sie das letzte essentielle Weltmannerwerkzeug. Ein Beobachtungsfernglas des Roten Kreuzes. Was macht das Rote Kreuz hier? Mit dem sie der Wildnisbedrohung erkennen können. Ja, das ist aber gut. Ich habe feine Erinnerungen an meine Kindheit und mein erstes Fernglas. Passen Sie gut auf ihr das auf. Möge es Ihnen in die Nähe bringen, was weit von weit entfernt verbirgt. Was diese Essenz betrifft, konnten Sie Energie spüren, die Sie ausstrahlten. Hoffen wir es, denn Sie werden in Ihrer zweiten Prüfung von Bedeutung sein, wenn Sie bereit sind. Bin bereit. Die zweite Prüfung wird so richtig auf die Probe stellen. Das Ziel ist es, die Überlebensfähigkeit mit Ihrem Drang zur Entdeckung zu paaren. Ein echter Weltmann muss schließlich wissen, wie das Weltentauschen funktioniert. Sie sollten besser Ihre Weltenkarten bereithalten. Sie halten Geschichte in Ihren Händen. Ja, was ist jetzt die Prüfung? Diese Prüfung erfordert im Gegensatz zu den Vorhergängen ein wenig Vorbereitung. Sie ist ein wenig gefährlich und Sie müssen dafür entsprechend gut ausgerüstet sein. Sie müssen eines Ihrer Werkzeuge mit Aufwertungen und Infusionen aus Essenz und ein wenig Stab verbessern. Genau richtig für das, was Sie bei Ihrem letzten Ausflug gefunden haben. Ja, das wollte ich eh schon die ganze Zeit machen. Dann kommt die eigentliche Prüfung. Mit Ihrem Werkzeug müssen Sie einen Feeturm oder einen unterirdischen Heiligtum aufsuchen. Am jeweiligen Höhepunkt der entsprechenden Anlage finden Sie ein Artefakt von großem Wert. Greifen Sie es und kehren Sie hierher zurück. Okay. So, bedenken Sie, dass diese Feestätten schon lange... Ja. Okay. Alles spricht über die Wahrheit offen. Ja. Ungewöhnliche Aufwertung herstellen. Ich will mich hier wohl noch ein bisschen umsehen. Auch wenn er gesagt hat... Okay. Ah, die laufen gerade weg. Okay. Ah, die Tiere sind kreativ hier. So. Was haben wir hier? Was ist das? 230. So ein hohes Level habe ich nicht. Ist schon ein bisschen fies. Heute hier Klasse 1. K1 sind's. Vielleicht sollte ich die ein bisschen sammeln. Ruinen, warte mal. Den Schirm brauche ich eigentlich nicht. Moin. Ah, mir gefällt's ja. Ah. Hoffnungsecho. Ich mache das mal wieder so für euch, dass ihr anhalten könnt. Ist jetzt. Ja, na klar. Er ist jetzt natürlich am Abbauen. So. Gehen wir hier nochmal ein bisschen weiter. Ah, es.
Wie komme ich da hin? Beziehungsweise ist es schlau, da hinzugehen? Ach komm, wir probieren es mal aus. Wobei. Das mit dem Rechtsklick, mit diesem Jump, da muss man echt aufpassen. Komm. Was zum. Holy shit! Level 20. Ja. Wo sind die auf einmal? Ah, die sind auch noch giftig. Wie schön. Gut. Keins sind's. Einmal darauf. Ich will wissen, was da drin ist. Na? Fackel. Fackel. Was haben wir noch? Ein Pilz? Okay. Level 10. Ah, da haben wir noch mehr Kollegen. Komm her. Hallo. Oh, die Spinnenhasse. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das Spiel so einen Anti-Spinnen-Modus hat. Ich glaube, das ist einfach nur eine Höhle hier. Zum Rohstoffe abbauen. Kann man nicht mal alles schnell mitnehmen. Ja. Ich glaube, that's it. Ja, okay. Das ist halt einfach nur eine Höhle hier. Alles klar. Ja, dann gehen wir mal zu unserer Bude wieder. Ich zumindest sie verlassen, weil sie diese Bett und haben möglicherweise keine Möglichkeit zur Rückkehr. Ja, ist die Frage, ne? Ob das Portal jetzt dauerhaft offen bleibt oder ob ich das jedes Mal neu craften muss. Aber es würde eigentlich Sinn machen, wenn es offen bleibt, weil ich muss ja zu ihm ja wieder retour gehen und er hat gesagt, ich soll zu meinem Rückzugsort gehen. Wir werden es sehen. Wobei, ich würde sagen, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Wir sind schon wieder an der Zeit. Ja, komm. Also das mit dem Online-Zwang ist ein bisschen doof. Da wieder auf den Server warten. Es ist mehr. Okay, ich würde sagen, an der Stelle werde ich mal die Episode beenden. Ich werde noch nach Hause gehen, werde da speichern. Und Aufwertung machen wir das nächste Mal. Und dann schauen wir, dass wir die Prüfung machen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und dann bis bald hier in Nightingale. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.